must find an ideal specimen. It's among the galaxy's most dangerous mercenaries. Ein Klassiker aus dem Jahre 2002 bekommt einen Remaster. Star Wars Bounty Hunter erschien ursprünglich für PS2 und GameCube und kommt nun für alle aktuellen Konsolen und PC. Ihr schlüpft dabei in die Rüstung von niemand Geringerem als Jango Fett und erlebt nicht nur, wie er an sein legendäres Schiff, die Slave One, kommt, sondern geht auch fleißig auf Kopfgeldjagd. Habt ihr die Kampagne durch, erhaltet ihr übrigens Jangos Sohn Boba Fett als Skin. Signy wird von Konami als nächste Generation von Shoot'em Up bezeichnet und das kommt ganz gut hin. Verglichen mit Klassikern wie R-Type oder Gradius macht das Genre hier einen gewaltigen optischen Sprung und versetzt euch in effektvolle Weltraumschlachten. Allein oder im lokalen Couch-Koop verteidigt ihr euch gegen wellenartige Angriffe feindlicher Raumschiffe, immer auf der Jagd nach dem Highscore. SteamWorld Heist bekommt einen zweiten Teil, in dem ihr mit Kapitän Li Wei und seiner Crew aus Steamboats unterwegs seid. Das Gameplay erinnert ein wenig an Worms, denn auch hier erwarten euch rundenbasierte 2D-Schießereien. Dabei könnt ihr nicht nur eure Crew mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten ausrüsten, sondern auch ein umfangreiches Jobsystem nutzen, um am Ende siegreich aus der Schlacht zu ziehen. If I wake up. It'll be waiting there for me. Wer diesen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich absolut keine Ahnung von American Football habe. Daher hier der Off-Text zu Madden NFL 25. Bla bla bla, so realistisch wie noch nie, bla bla bla, physikalisch korrektes Tackling-System, bla bla, Teambuilder, bla 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 bla, Super Bowl. Im Ernst, wie für jedes Sportspiel von EA gilt, wer das jährliche Update unbedingt braucht, holt es sich, wer nicht, der nicht. Nearly 4,000 miles on roads less traveled to a place we've never heard of in service of a shadowy employer. Dustborn sieht ein bisschen aus, als wenn jemand Life is Strange mit Borderlands gekreuzt hätte. Den Schauplatz des storylastigen Action-Adventures bildet eine Neo-Western-Landschaft in einer fiktiven Amerika-Variante. Dort spielt ihr Pex, die einen Baseballschläger ebenso wie ihre Sprache als Waffe verwenden kann. Mit ihr stellt ihr eine Truppe zusammen und erlebt einen knallbunten Roadtrip. Master, are there more good folks in the world or bad? More good. Of course. Black Myth Wukong ist ein Action-Rollenspiel, das sich das chinesische Buch Die Reise nach Westen zum Vorbild nimmt, wie übrigens auch schon Fantasy Westward Journey und Enslaved Odyssey to the West. Macht euch also drauf gefasst, allen möglichen gruseligen Fantasy-Wesen zu begegnen, die euren schlimmsten Fieberalbträumen in nichts nachstehen. Zum Glück habt ihr aber einen Kampfstab, Zauberkräfte und Ausrüstungsgegenstände. Sweet destiny. Free gunning. It's hard work, but it's our work. And we don't take it for granted. Concord ist ein Ego-Shooter, in dem ihr euch ab dem 20. August auf PS5 und PC in Online-Kämpfe stürzen könnt. Die 5 gegen 5 Matches finden in knallbunten Arenen statt und in 6 verschiedenen Modi. Zudem gibt es tägliche und wöchentliche Herausforderungen, mit denen ihr schneller neue Gegenstände freischalten könnt. That day, I accepted my fate and left my village. Nach über 15 Jahren veröffentlicht Square Enix einen neuen Teil der Mana-Reihe. Rechnet also mit einem klassischen JRPG mit einer halboffenen Spielwelt und Echtzeitkämpfen. Eure Party besteht dabei aus 3 Charakteren, zwischen denen ihr im Spiel beliebig wechseln könnt. Für Liebhaber der Serie oder generell von japanischen Rollenspielen ist Visions of Mana sicherlich ein Muss. We will protect the Mana Tree. We will protect the entire world.
Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. Mit Spannung und sicherlich auch einer Portion Skepsis wird Star Wars Outlaws erwartet, mit dem sich Ubisoft erstmals am Lucas-Universum versucht. Auf der Zeitachse zwischen Episode 5 und 6 angesiedelt, stellt das Action-Adventure die Kleinganovin Kay Vess vor, die sich durchs Leben schlägt, indem sie Jobs für große Verbrechersyndikate übernimmt. Mit jeder Tat steigt allerdings auch euer Wanted-Level, also dass das Imperium nach euch sucht. Sozusagen GTA in einer weit, weit entfernten Galaxis. Mal sehen, wie das zusammenpasst. Star Wars Outlaws, Pre-Order available now. Thank you.